Also ich tauchte immer irgendwie ein in die Musik. Also ich verliere mich teilweise aber auch schon da drin und ja, genieße es auch. Und es ist einfach schön, es fühlt sich schön an und leicht an. Manchmal arbeitet es auch an einem, also es lösen sich natürlich auch alte Schmerzen oder sowas kommen hoch und das kann man halt durch dieses Channeling mit der Musik auch lösen. Sind fantastische Klänge, die in jeder Behandlung dafür sorgen, schneller an die Themen ranzukommen, das System schon vorweg aufzuweichen und auch manche Musiken einfach so zu hören, bedeutet halt tatsächlich meditativ an die Ursachen von Themen schon ranzukommen. Also die Musik von Joseph, die geht ganz tief. Die geht ganz tief rein. Man kann sich absolut da drin verlieren. Ich nehme mittlerweile nichts anderes mehr als das zur Meditation, zum Heilen, für Kantoholistik-Touch. Egal was ich mache, Arbeit mit der geistigen Welt, ist die Musik einfach himmlisch. Auch die Seelenmusik ist eine grandiose Sache, um wirklich im Alltag immer wieder in seine persönliche Mitte zu kommen. Und ja, das ist viel wert in der heutigen Zeit. Ich habe meine persönliche Seelenmusik, die ich mir bei ihm geholt habe, die er für mich eben geschrieben hat oder komponiert hat oder gechannelt hat, was immer auch. Und die begleitet mich täglich und sie bringt Saiten in mir zu klingen, die ich bis dorthin nicht kannte.